Herzlichen guten Morgen zum offiziellen Teil des zweiten Moduls. Thema des zweiten Moduls ist die innere Berührung. Mit der inneren Berührung hat das so eine eigene Bewandtnis. Das ist im Prinzip der Inhalt des zweiten Buches, Körper mit Gefühl. Und wie man an dem Titel des Buches ja schon sehen oder heraushören kann, kann es nicht nur um eine technische Angelegenheit gehen. Also es kann nicht nur darum gehen, wie verfeinere ich die Aktivierung meiner Faszien oder meiner Sehnen. Ja, das schwingt immer so mit, dass es erklärt wird, ja, die innere Berührung ist eine Verfeinerung dieser Aktivierung, die man im ersten Buch lernen kann oder über das erste Buch lernen kann. Im Titel des Buches schwingt mit, dass es, also zum einen, dass es um das Körpergefühl geht. Also wir wollen erreichen, dass wir einen Körper mit Gefühl bekommen. Und schon das allein ist auch schon wieder zweideutig. Denn es kann erstmal darum gehen, dass ich meinen Körper überhaupt fühle. Ja, was für viele Menschen schon ein sehr, sehr großer Schritt ist, den eigenen Körper zu fühlen und dann den eigenen Körper auch immer feiner zu fühlen, dann wäre es ja Körperfeingefühl. Ja, erst einmal brauche ich die Wahrnehmung dafür, die Körperwahrnehmung. Da gibt es viele, viele Methoden, um die Körperwahrnehmung auch zu verbessern. Ja, und das Körpergefühl geht noch weiter heraus, denn das heißt, da geht es auch darum, wie fühle ich mich gerade? Wenn man das so weitertreibt, wie fühle ich mich? Das ist schon wieder sehr ein weites philosophisches Feld. Ja, was fühle ich da, wenn ich mich fühle? Was ist der Unterschied zwischen einer Emotion und einem Gefühl? Ja, wie beeinflussen diese Gefühlswelten, das Miteinander, die Kommunikation mit anderen und das körperliche Zusammenarbeiten. Und darum geht es in dem Buch ja auch. Das ist ja eines der Themen ist, dass gerade das körperliche Feingefühl dann verbessert wird, wenn ich mit einem Partner oder mit einer Partnerin zusammenarbeite. Dass wir gemeinsam einen Weg entdecken können, den ich allein so gar nicht finden kann. Also kurzes Beispiel, das ist genauso wie im Persönlichkeitscoaching, da kennt man das, dass man sagt, ja, jeder Mensch hat blinde Flecken und Bereiche, die er selber nicht sehen kann, aber alle anderen sehr, sehr gut. Alle anderen sehen die auf den ersten Blick, nur er selber kann die nicht sehen, weil die sind irgendwo da hinten. Und immer wenn man sich umdreht, sind sie immer noch da hinten. Ja, also es nützt auch nichts, wenn jemand sagt, dreh dich mal um. Sondern man braucht irgendjemand, der sagt, hier, ich sehe das und das, was du nicht sehen kannst. Und die Voraussetzung ist, dass man sich darauf einlässt, dass ein anderer Mensch das für einen tut, weil man selber kann es nicht. Wenn man Abwehrhaltung aufbaut, sagt, nö, ist mir ganz egal, was du siehst, ich glaube es eh nicht. Ja, dann braucht man gar nicht anfangen. So ähnlich ist es in der Zusammenarbeit, wenn wir die Faszien verfeinern möchten. Man braucht einen Menschen, dem man vertrauen kann, dass dessen Gefühl oder dessen Resonanz einen selber weiterbringt. Und was dann entsteht, das ist eine weitere Dimension dieser Zusammenarbeit und das steckt hinten, deshalb ist das so ein bisschen auch typografisch hervorgehoben, Mitgefühl. Wenn ihr so mal in euch hineinhört, was schwingt mit bei dem Thema Mitgefühl? Das ist sehr geprägt durch Buddhismus, also bei mir zumindest. Ja, es gibt auch, ich glaube, im Christlichen, weiß ich gar nicht, gibt es jemanden, der sich da gut auskennt? Ja, ob man da das Wort Mitgefühl so nennen würde? Also ich kenne es eher aus dem Buddhismus. Liebe, Nächstenliebe, genau. Ja, dann wäre so eher Nächstenliebe. Wie bitte? Für mich klingt das Wort Mitgefühl ja nur moderner. Ja. Also früher sprach man nicht von Mitgefühl. Ja.
Ja, geht um Nächstenliebe. Liebe, ja. Genau. Liebe, ja. Und ich füge dem Konzept eigentlich, was für mich, also so wie ich den Buddhismus, was ich da kenne, habe ich das eher immer so als eine geistige Übung empfunden. In dem Sinne, nimm deinen größten Feind und betrachte ihn als deinen größten Helfer. Oder was man jetzt sehen könnte, jetzt gerade aktuell in der Krim-Krise, dass man auf den Menschen Wladimir Putin guckt. Wie verhält er sich? Was macht er durch? Wie ist er emotional? Und man entwickelt eventuell eine Art von Mitgefühl und sagt, ja, ich kann verstehen, wie der irgendwo tickt. Ich kann das in mir nachvollziehen, weil es ähnliche Dinge gibt, die in mir auch eine Rolle spielen könnten. Ja, sowas, das ist eher ein geistiges Konzept. Das geht aber schon über in was Körperliches. Das heißt, das körperliche Mitgefühl beginnt eigentlich da, noch viel eine Ebene drunter, das ist wie so eine Art Grundlage, dass wir uns überhaupt in jemand empathisch hineinversetzen können. Und das geht aus meiner Sicht nicht über das rationale Verstehen, sondern indem der Körper zum Beispiel über diese berühmten Spiegelneuronen irgendetwas tut, was uns körperlich in die Lage bringt, eine Resonanz herzustellen. Und daraus entsteht, und auch diese Fähigkeit, glaube ich, kann man mit der inneren Bewegung sehr, sehr gut üben. Das werden wir die nächsten 2 Tage tun. Und das weite Feld, wie das der Mensch hinbekommt, warum das überhaupt funktioniert, lasse ich in dem ganzen Seminar weitgehend offen. Das sind viele Fragen, die, soweit ich das überblicken kann, auch in der Wissenschaft noch ganz, ganz wenig berührt werden. Also unter anderem, also wir haben hier ja jemanden, der sich sehr gut mit der Faszienforschung auskennt. Und soweit ich das Feld überblicke, gibt es ganz, ganz wenig Menschen, die jetzt so diesen Schnitt von Emotionen zum Bindegewebe herstellen. Ich habe eine Forscherin, die Frau Werner in Ulm jetzt kontaktiert, die Studien gemacht hat über das berühmte Bauchgefühl, die einfach untersucht hat, wie unterscheiden sich Menschen in Bezug auf auf die Wahrnehmung ihrer eigenen körperlichen Aktivitäten. Also wie gut können Menschen ihren Herzschlag fühlen oder Organbewegungen im Bauch fühlen? Bei sich selber erstmal, nur bei sich selber. Und welche Auswirkungen hat das in Bezug auf ihre Emotionen? Oder man könnte es auch in einem bisschen traditionelleren Begriff fassen, was ist eigentlich Bauchgefühl? Was ist eigentlich das Bauchgefühl? Ja, sie hat im Prinzip untersucht, wenn jemand gut die Organbewegung hat sie noch nicht mal untersucht, sondern die Fähigkeit, den Herzschlag wahrzunehmen. Unter anderem kommt dabei die Untersuchung habt ihr auch als PDF abgelegt, könnt ihr mal reinschauen. Und unter anderem kommt dabei raus, dass Menschen, die besser ihren Herzschlag wahrnehmen können, also einen guten Zugang in der Körperwahrnehmung haben, zum Herzschlag, weniger bereit sind, im Sport über gewisse Grenzen hinauszugehen. Wenn man die praktisch mit Leistungsaufgaben körperlich konfrontiert, sagen die viel früher, oh, mache ich nicht mehr, ist mir zu viel.